kommt immer mal wieder vor, dass einem ein anderes Fahrzeug vielleicht auch im toten Winkel zu nahe kommt und man das eigentlich zu spät erst realisiert. Und da ist eben diese Idee geboren worden, den Fahrer in solchen Situationen zu unterstützen. Grundlage des Systems ist eine Ultraschallsensorik, die links und rechts den Abstand zu Fremdfahrzeugen misst. Am meisten Spaß in so einer Entwicklung macht es, wenn man an dem Punkt ist, wo man das System wirklich ins Auto bringt, im Auto dann auch erfüllen kann, das erste Mal fährt damit und spürt, wie sich das Ganze anfühlt. Das ist schon so ein Highlight. Die Unterstützung schaut so aus, dass zunächst eine Warnung erfolgt über das Head-Up-Display. Das heißt, der Fahrer wird darauf hingewiesen, erstmal mit einer Information, da ist an irgendeiner Seite etwas, ein anderes Fahrzeug oder ein Objekt zu nah. Wenn dieses andere Fahrzeug noch näher kommt, bekommt er zusätzlich noch einen Lenkmoment eingespielt, das ihn von dieser Gefahr ein wenig wegschiebt. Das Lenkmoment ist am einfachsten vergleichbar mit der Fahrt über eine Spurrille. Der Fahrer bleibt immer in der Verantwortung. Selbst wenn ihm so ein Lenkmoment eingespielt wird, kann er das jederzeit übersteuern und damit seinen eigenen Fahrerwunsch durchsetzen.